Mit 2 Monaten Verspätung ist nun endlich meine Kritik zu einem Film, der am 29. Januar 2015 in den deutschen und österreichischen Kinos startete. Und zwar zu John Wick von David Leitch und Jed Stahelski. In John Wick geht es eben um den ehemaligen Auftragskiller John Wick, der nach dem Tod seiner geliebten Frau nur noch seinen Hund als Gefährten hat. Jedoch als dieser von 3 russischen Gangstern getötet wird, wird Wick von seiner Vergangenheit eingeholt und begibt sich racheerfüllt auf die Suche nach den Einbrechern. Und wie das Ganze so aussieht, seht ihr im nun folgenden Trailer. Ich bin wach. Das gefällt dir, ha? Deine Karre. Danke. Wie viel? Wie bitte? Was willst du für das Auto? Ist nicht zu verkaufen. Noch einen schönen Tag, Sir. Daisy? Ich habe alles verloren. Der Hund war das letzte Geschenk meiner verstorbenen Frau. Jonathan, du bist da rausgekommen. Wenn du jetzt auch nur einen Fuß wieder in diesen Sumpf setzt, könntest du etwas aufwecken, das dich packt und wieder hineinzieht. Ich habe meine Gründe. Woher hast du dieses Auto? Ist doch egal. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wem du es angetan hast. Diesem Niemand? Dieser Niemand. Ist John Wick. Arbeitest du wieder? Nein, ich muss nur ein paar Sachen regeln. Nimm deine Männer. Wie viele? So viele, wie du hast. Hey, John. Ich dachte, ich komme einfach rein. Alle fragen mich ständig, ob ich zurück bin. Ja, ich hab das Gefühl, ich bin es. Ich hab keine Angst vor John Wick. Aha. Wie gut ist Ihre Reinigung? Wir können keine Wunder vollbringen. Dachte ich mir. Hauptgrund, weshalb ich mir den Film eigentlich unbedingt im Kino ansehen wollte, ist, dass der Film ja von Kritikern vor allem aufgrund der Action hochgelobt wurde. Und gut gemachte Action aus dem US-Raum sehen wir heutzutage nur noch selten. Und da ich Keanu Reeves einfach mal wieder in einem guten Film sehen wollte, da ich ihn trotz der ganzen Scheiße, in der er mitgespielt hat, immer noch, vor allem aufgrund Matrix, mag und er mir auch als Mensch sehr sympathisch ist. Ich war ein bisschen skeptisch beim Trailer, da der für mich wie ein weiteres Taken wirkte, aber John Wick ist tatsächlich wirklich gut geworden, wenn auch mit mehreren Schwächen. Zunächst zu den Schauspielern, die allesamt sehr gut in ihre Rolle passten, allen voran Keanu Reeves. Und ich muss wirklich sagen, dass ist eventuell seine bisher beste schauspielerische Leistung, die ich gesehen habe. Und ich habe leider Point Break und The Scanner Darkly noch nicht gesehen. Nicht seine beste Rolle, das wird wahrscheinlich immer Neo aus The Matrix bleiben, jedoch hat er in meinen Augen hier in John Wick bewiesen, dass er nicht nur emotionslos spielen kann, wie ihn immer vorgeworfen wird. Denn nachdem er seine Frau und seinen Hund verliert, kauft man ihm wirklich diese Mischung aus Wut und Trauer ab und selbst in seinen Blicken kann man hier ständig diese Rachelust ablesen. Wirklich überraschend gut gespielt. Ansonsten von den Schauspielern gibt es niemanden mehr, den ich hervorheben müsste, abgesehen vielleicht von Michael Nyquist, der hier Viggo, den Anführer eines russischen Verbrechersyndikats und ehemaligen Boss John Wick spielt. Aber ansonsten ist mir jetzt niemand speziell aufgefallen. Der Film sieht visuell auch toll aus, sehr schöne Kameraführung, flotter Schnitt und auch eine saubere Farbkorrektur. Der Film lebt von den Actionsequenzen. Seit The Raid 2 habe ich nicht mehr so toll gestagte Action gesehen. Zwar nicht so toll wie jetzt beispielsweise in The Raid, aber das geht, glaube ich, kaum. Aber immer noch super, insbesondere eine gewisse Szene, in der John Wick in einem Club ein paar Leute abschlachtet. Vom Schnitt her, von der Kamera her, von den Kampfchoreografien her, sah das richtig, richtig toll aus. Man merkt, dass hier 2 Stuntmänner als Regisseure tätig waren. Also Respekt an Jed Stahelski und David Leitch für diese Arbeit.
Nun zu den Schwächen. Die Story des Films ist eigentlich einfach eine typische Revenge-Story und driftet in manchen Szenen ins Lächerliche ab. Zwar wird das ab und zu durch ein bisschen Self-Awareness wieder gut gemacht, aber in manchen Szenen nimmt es sich dann wieder etwas zu ernst. Für einen Actionfilm ist der Film wirklich großartig, aber da ich Filme hier insgesamt bewerten muss, kann ich dem Film nicht mehr als 7,5 von 10 möglichen Punkten geben. Es ist aufgrund der grandiosen Action immer noch ein wirklich guter Film, aber man hätte wie auch in The Raid 2 wenigstens ein bisschen auf den Inhalt achten können. Und wenn man sich schon selbst nicht ernst nimmt, dann hätte man das wenigstens über den ganzen Film hinweg durchziehen können. Naja, wie dem auch sei, das war meine Kritik zu John Wick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Kürze wird meine Kritik zu Jupiter Ascending von den Wachowski-Geschwistern kommen. Tschüss!